Jesu Flucht nach Ägypten. Josua, von Hunger nach Wissen getrieben, zog es also nach Ägypten. Denn nur dort konnte er die geistige Nahrung finden, die es im kargen Galiläa nicht gab. Josua musste den Landweg nehmen, denn für eine Seereise fehlte ihm das Geld. Leider war er gezwungen, Samaria zu durchqueren, wo die Samariter wohnten, dieses Mischvolk von Babyloniern und Syrern, auf das ein reiner Jude verächtlich herabzuschauen hat. Um jegliche Berührung mit diesen unreinen Leuten zu vermeiden, hastete Josua in einem Gewaltmarsch durch deren Land. Gerade einen Krug Wasser nahm er von einem Mädchen am Brunnen an, da er selbst keinen Behälter bei sich trug und die Kleine recht hübsch war. Dann ging er die Küste entlang, immer nach Süden. Den Weg fand er auch ohne Reiseführer. Er schloss sich einfach einer Gruppe von Händlern an, in der Hoffnung, dass da gelegentlich etwas Essbares für ihn abfiele. Die Kaufleute schafften Krüge mit Olivenöl nach Ägypten, weil sie dort bessere Preise erzielen konnten als in dem armseligen, heiligen Land. Josua wusste natürlich, dass viele Juden etwas gegen Ägypten hatten, vor allem aus Neid. Denn dieses Land war groß und sein Volk mächtig und reich, während sie selbst ein kleines Völkchen machtlos, unbedeutend und arm waren. Das weckt verständlicherweise Neid. Außerdem bestand da eine gewisse Abhängigkeit der Juden von Ägypten. Jedes Mal, wenn Gott wieder einmal in ihrem heiligen und geraubten Land, in dem angeblich Milch und Honig zu fließen hatten, eine Hungersnot ausbrechen ließ und nicht für das tägliche Brot seines erlesenen Volkes sorgte, flohen die ausgehungerten Juden freiwillig ins fruchtbare Ägypten und bettelten um Brot. Obgleich sie die Ägypter in ihrer heiligen Schrift ständig heruntermachten, wurden sie trotzdem von ihnen gastfreundlich aufgenommen und versorgt. Das trifft natürlich das aufgeblähte Selbstgefühl tief. Denn welches Volk, das sich von Gott erwählt fühlt, kann es ertragen, Brot aus der Hand von Nichterwählten erbetteln zu müssen? Das erträgt kein Stolz. Und ein derart verletzter Stolz schlägt natürlich in Hass um. So wie Gott sein Volk durch Liebe an sich kettete, so kettete der Hass sein Volk an das Nilland. Dort herrschte verständlicherweise geistige Finsternis, obgleich dort die Weisheit leuchtete und es auch reichlich Brot gab. Doch als Josua nach Ägypten kam, fand er alles anders, als er sich das so vorgestellt hatte. Es war gar nicht so ein Sklavenhaus, wie er es in der Heiligen Schrift gelesen hat. Den Menschen im Nilland ging es sogar besser als in Galiläa. Unterwegs, während die Karawane gemächlich auf den staubigen Wegen dahin wanderte, musste Josua sich Geschichten von Leuten aus dem Nilland anhören, die sich immer noch über seinen grausamen Vater im Himmel beschwerten. So sagte ein alter ägyptischer Händler: Der Gott der Juden, verflucht sei er in alle Ewigkeit! Er schickte uns Hagel, steckig Mücken, und selbst an den Pflanzen tobte er seinen Zorn aus. Er knickte unschuldige Bäume, zerschlug die Weinstöcke und schuf eine verbrannte Erde. Ganz Ägypten war froh, dass diese räuberischen Juden damals abzogen. Vor dem Abzug stahlen sie doch schnell unseren gutgläubigen Leuten Gold und Silber. Anhören zu müssen, dass da so schlecht von seinem himmlischen Vater geredet wurde, gefiel Josua ganz und gar nicht. War doch für ihn Gott
die Liebe selbst. Noch wagte er nicht, den Mund aufzumachen, da er von der Großzügigkeit der reisenden Händler abhing, die ihm gelegentlich die Reste ihrer Speisen hinwarfen. Er selbst hatte ja für keine Reiseverpflegung vorgesorgt. Er ließ eben jeden Tag für sich selber sorgen. Die ausgeprägte Hakennase des Joscha verriet dem Händler, dass er ein Jude war. Obgleich Joscha verbissen schwieg, knöpfte der Händler sich ihn trotzdem vor. Euer Gott scheint Ägypten zu hassen. Unsere Götter sollen vor ihm zittern. Doch sind unsere Götter weit älter als er. In seinem Hass will er die Ägypter gegen Ägypter aufhetzen. Doch am Nil herrscht Friede, seit die Römer im Land sind. Die dulden keine Aufstände. Und warum sollten wir uns auch erheben? Solange diese Eindringlinge unseren Tempelbetrieb nicht stören, was wollen wir mehr? Und der Gott der Juden, der sich gerne Herr der Heere nennen lässt, hat kein Heer. Vor allem keins, das dem römischen Heere ebenbürtig sein könnte. Nichts als ein ohnmächtiges Großmaul ist er. Die Ägypter sind nicht so nachtragend wie die Juden, die eine Schmach nie vergessen, selbst die Kinder und Kindeskinder nicht. Dass der jüdische Gott vor Zeiten seinen Blutrausch freien Lauf ließ und selbst Kleinkinder ermordete, das ist uns Ägyptern unbegreiflich. Deshalb wollen wir lieber keine Juden mehr ins Land lassen, denn die bringen nur Unheil. Wie undankbar ist doch dieser Gott der Juden. Wie oft hatten die Ägypter Gottes Leute vor dem Hungertode bewahrt und sie durchgefüttert, weil ihr Gott ihnen nicht einmal Manna vom Himmel schickte. Zum Dank erschlug alle Erstgeborenen der Ägypter. Und während am Nil die Mütter um ihre erschlagenen Kinder weinten, führte der grausame Gott sein Volk mit Triumphgeschrei durchs Rote Meer. Tja, das ist eben der Nachteil, wenn man nicht zum Erwählten, sondern zum falschen Volk gehört. Als die Karawane sich dem Niltal näherte, verließ Joshua die Reisegruppe, da ungehindert seine Zweifel an dem Ägyptenaufenthalt seiner Familie ausräumen wollte. Er selbst wollte nachprüfen, was an den Erzählungen der Miriam Wahrheit oder nur Wunschtraum war. Unterwegs kam er an den Stellen vorbei, von denen er glaubte, seine Mutter habe ihm davon erzählt. Sein Weg führte ihn in die Gegend von Sacha. Dort sollte das Kind einen Fußabdruck im Felsen hinterlassen haben, hatte ihm seine Mutter erzählt. Er suchte danach, fand jedoch nichts. Da dachte er, wahrscheinlich hat der Sand meinen Fußabdruck längst zugedeckt. In einer Höhle suchte er Unterschlupf vor einem Sandsturm. Da lag ein flacher Stein. Der sollte ihm nach Miriams Erzählung für ein halbes Jahr als Kopfkissen gedient haben. Joscha wunderte sich. Ein Stein? Waren die wirklich so arm, dass sie nicht wenigstens ein kleines Kissen auftreiben konnten? Joscha vertraute seinem Gottvater, dass der seinen Sohn aus allen Gefahren und Nöten erretten würde. Doch musste Joshua schmerzlich einsehen, dass, wer sich auf Gott verlässt, verlassen ist. Der Herr im Himmel stellte seinen quälenden Hunger in keinster Weise. Seine Mutter hatte ihm von einer Palme erzählt, unter der sie Rast gemacht hatten. Doch da waren so viele Palmen. Welche war nun die heilige? Da fiel sein hungriger Blick auf eine mit Datteln überreichlich beladene Palme.
Die schien ihm irgendwie vertraut zu sein. Joshua dachte, was ich damals als Kind konnte, wie meine Mutter mir erzählt hatte, müsste ich auch jetzt noch können. Also sprach er zu der Palme. Neige dich, damit ich deine Früchte erreiche. Doch die Palme tat nichts dergleichen. Sie neigte sich nicht, sondern wiegte sich weiterhin im Wind. Da wurde Joshua wütend und verfluchte sie. Verdorren sollst du! Doch die Palme gehorchte ihm nicht. Sie sanft raschelte sie weiter mit ihren Fächerblättern. Vom Verdorren keine Spur. Da es Joshua dürstete, bohrte er mit seinem Wanderstab in den Sand, wie es Josef angeblich getan hatte, um Wasser zu finden. Er hoffte dabei auf seine Wundermacht, die er als Kleinkind angeblich immer wieder zur Schau gestellt hatte. Doch aus dem Loch sprudelte kein Wasser. Da war nichts als trockener Sand. So musste Joshua sich durstig weiterschleppen. Das alles traf Joshua zutiefst in seinem Selbstwertgefühl. Schließlich kam er müde und ausgezehrt in Hermopolis an. So wie seine Eltern damals fand auch er keinen, in dessen Haus er als Gast hätte weilen können. Miriam hat ihm gesagt, sie seien damals einfach in den Tempel gegangen. So ging auch Joshua in den Tempel. Da standen die 365 Götterbilder fein säuberlich in Reihen aufgestellt. Nicht ein Götterbild fehlte. Auch sah keines irgendwie beschädigt aus, als wäre es vor einiger Zeit aufs Antlitz gefallen und dann wieder zusammengeflickt worden. Nein. Den Götterbildern mit ihrem sanften Lächeln wurden in götzendienerischer Weise göttliche Ehren erwiesen. Das erregte natürlich Joshuas Zorn, denn nur seinem Vater im Himmel sollte gehuldigt werden. Er erinnerte sich, dass er damals als Kindlein nur im Tempel zu erscheinen brauchte und schon stürzten sämtliche Götterbilder krachend zur Erde. Doch trotz Joshuas Zorn geschah diesmal nichts. Die Götterbilder standen unbewegt auf ihren Sockeln und grinsten ihn an. Auf die Weise erteilten sie Joshua die Lehre, dass er ein Nichts war. Kein Götterbild zitterte vor ihm. Nur ihm zitterten die Knie vom langen Gehen. Die freundlichen Priester warfen Joshua nicht hinaus, sondern ließen ihn im Säulenhof übernachten. Zu seiner großen Enttäuschung fand Joshua immer mehr heraus, dass all diese Erzählungen von der Flucht nach Ägypten nur der blühenden Fantasie Miriams entsprungen waren. Sie wäre gern nach Ägypten gegangen, da sie gehört hatte, dass dort das Leben besser sei als in dem unbedeutenden Nazareth, wo sie nichts als Schinderei erleiden musste. Zwischen Schafemelken und Wasserschleppen floss ihr Leben träge dahin. Auch hatte sie schon seit Jahren kein Enkel mehr besucht. Vielleicht, weil sie schon älter war und die Wirklichkeit schwer auf ihr lastete. Da wurde es immer schwerer, Engel zu sehen. So war es verständlich, wenn Miriam statt nach Ägypten in ihre Fantasiewelt flüchtete. Während Joshua so unter der glühenden Sonne dahinschritt, fragte er sich, warum sollte Gott eigentlich seinen einzigen Sohn aus diesem verhassten Ägypterland rufen? Er könnte mich ja genauso gut auch aus Galiläa rufen. Ich bin ja immer ganz Ohr und würde den Ruf meines Vaters jederzeit und überall vernehmen. Doch aus Ägypten? Nur damit die Schrift erfüllt würde?
Das scheint mir kein gewichtiger Grund zu sein. Doch darf ich mich nicht gegen Gottes Willen auflehnen? Ich weiß, Gottes Wege sind verschlungen und oft auch Umwege. Wie das den Israeliten passierte. Mit seinen falschen Versprechungen vom Land, wo angeblich Milch und Honig fließen, hatte Gott sie aus ihrem guten Leben in Ägypten herausgelockt. Doch nur, um sie dann 40 Jahre lang in der Wüste herumirren zu lassen, wo doch das gelobte Land gleich um die Ecke lag. Bis auch der letzte der Geretteten vom Sand des Sinai begraben wurde. Hat Gott vielleicht etwas Ähnliches mit mir vor? Auch mich kann mein Vater nicht so leicht in die Irre führen wie die Israeliten. Ich kenne den Rückweg, da ich aus dem gelobten Land komme. 400 Jahre hatte Gott sein erwähltes Volk in Ägypten schmachten lassen, wo es ihm so gut ging, dass es sich wie Ratten vermehrte. Bis Gottes Lieblinge den Ägyptern zur Plage wurden. Doch war das längst von Gott so geplant. So gab er seinem Volk die nötige Zeit, um sich von wenigen Familien trotz Knechtschaft ungehemmt auf mehrere Millionen zu vermehren. Denn jeder Gott will möglichst viele Gläubige haben. Je größer der Menge ist, umso besser dient das als überzeugender Beweis, dass der Glaube an ihn der einzig wahre ist. Auch der Gott der Juden hatte klein angefangen, und zwar als kleiner Stammesgott ungebildeter Schafhirten. Josua folgte der alten Straße entlang der Küste des Mittelmeers. So viel Wasser hat er noch nie in seinem kurzen Leben gesehen. Während er sich hungrig und durstig dahinschleppte, fühlte er sich als zweiter Moses, doch umgekehrt. Moses floh aus Ägypten und er, Josua, floh nach Ägypten. Nachdem er über den unheimlich breiten Nil gesetzt hatte, kam er schließlich erschöpft im Sündenpfuhl Alexandria